und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, nachdem wir uns in der letzten Folge ausgiebig um den Gleisbau Richtung Innenstadt gekümmert haben und dort auch das eine oder andere Haus wieder setzen haben lassen und das Ganze jetzt soweit abgeschlossen ist, würde ich mich heute gerne um den Vorbereich kümmern, also quasi um diesen Bereich hier vor der Innenstadt und auch ein wenig um den Bereich da bei der Innenstadt. Aber davor möchte ich noch ganz kurz etwas erwähnen, beziehungsweise möchte ich noch ganz kurz etwas zeigen, damit es nicht ungezeigt bleibt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hier ein paar Häuser dazusetzen müssen, aus dem einfachen Grund, also das sind alles ausgewiesene Zonen, hier sind noch einige Gebäude, die noch nicht platziert sind. Das hat nämlich folgenden Grund, denn wir haben jetzt für unsere Stadt ein paar Mods mehr, nämlich die Lifecycle Rebalanced Mod und die Realistic Population Mod, also sozusagen die Mod, mit der man quasi einstellen kann, wie viele Leute tatsächlich in den Häusern wohnen. Und das ist gar nicht so schlecht, denn was mir sehr gut bei dieser Mod gefällt, ist, dass diese ganzen Einfamilienhäuser auch tatsächlich Einfamilienhäuser sind. Und das ist auch gut so, denn es bringt uns nichts, wenn da, sagen wir jetzt mal, in so einem klassischen Einfamilienhaus nicht ein Haushalt, sondern 9 Haushalte oder 4 Haushalte oder wie viel auch immer drin sind. Das finde ich schon einmal nicht schlecht. Natürlich bringt diese Mod aber auch das eine oder andere Problem mit, dass es dann zu wenig Arbeitskräfte gibt, aber das habe ich offscreen soweit lösen können und auch das funktioniert jetzt. Das heißt, die Stadt läuft stabil, vielleicht die eine oder andere Leiche ist noch abzuholen, aber auch das wird soweit demnächst in den Griff bekommen werden, denn ich habe dann noch eine neue Mod auch oder noch eine weitere neue Mod hinzugefügt, und zwar den Transfer Controller, also nicht mehr den Transfer Manager, sondern jetzt den Transfer Controller, aus dem einfachen Grund, der funktioniert für mich oder so wie ich es mir vorstelle ein bisschen besser, denn ich kann bei dieser Mod definitiv genau zuweisen, welches Lagerhaus von welcher Industrie beliefert wird, beziehungsweise welche Industrie welches Lagerhaus beliefert wird, und das habe ich auch schon offscreen getestet, ist aber dann leider mal das Spiel kurz abgestürzt, aber da war ich selber schuld, also da gebe ich der Mod jetzt nicht die Schuld, das war definitiv von mir ein Problem, das ich selbst verursacht habe, aber dem Ganzen konnte ich auf den Grund gehen und jetzt läuft es wieder stabil und ja, es funktioniert. Also man sieht auch, was wir noch in einer der vorigen Folgen hatten, dass die gesamten Verkaufsgebäude, also die ganzen Commercial Zoning Gebäude nicht funktioniert haben. Auch die sind jetzt wieder soweit einsatzbereit. Gut, jetzt habe ich aber ganz, ganz viel geredet zu dem Ganzen. Jetzt möchte ich aber auch schon loslegen. Und zwar, was habe ich vor? Wir haben ja da in der letzten Folge die Straßenbahngleise da hinunter verlegt, um eine zukünftige Straßenbahnlinie hier runterfahren zu lassen. Und das ist gar nicht so schlecht, das werden wir auch machen. Allerdings würde ich ganz gerne Folgendes tun. Und zwar, im Zuge des großen Umbaus der gesamten ÖPNV-Infrastruktur wird es Folgendes geben, und zwar, man sieht, die Straßenbahn, die darauf fährt, die fährt dann zukünftig auf dieser Seite des Rings hinauf. Das möchte ich nämlich unbedingt so haben. Das ist mal ein Schritt, aber keine Sorge, das war es jetzt nicht für heute, sondern es geht weiter. Ich will jetzt ganz gerne mal versuchen, mir das nochmal anzusehen, was haben wir denn da eigentlich alles noch zu tun, beziehungsweise ist das soweit in Ordnung? Ja, das kann man lassen. Wir haben genug Wohngebäude hier geschaffen, stört mich gar nicht. Und wenn wir schon so weit sind, würde ich ganz gerne auch eventuell gleich anfangen, hier schon ein bisschen Detailarbeit zu betreiben. Das Ganze gerne das hier so zu pflanzen. Hier würde ich das ganz gerne auch machen. Das sieht nicht schlecht aus. Und dann nehmen wir uns hier das Teil und das setzen wir das dahin. Dann machen wir da mal diese ganzen Lücken zu, weil das kann eigentlich
schon so bleiben, beziehungsweise das ist meiner Meinung nach auch die finale Lösung des Ganzen. Jetzt schaue ich mir nur an, wo hier das Problem liegt, weil man sieht, hier sind noch Risse in der Landschaft. Die würde ich ganz gerne eigentlich schließen. Kann man da mit den Segmenten noch ein bisschen was... Kann man nicht wirklich... Aber es sieht jetzt auf jeden Fall schon besser aus und so lassen wir das Ganze dann auch gleich. Gut, da haben wir ja in der letzten Folge dann aufgehört. Das heißt, wir müssen auch hier noch, wenn wir schon dabei sind, werden wir gleich auch hier noch mit den Pflastersteinen arbeiten, beziehungsweise mit den Concrete-Platten. Können wir ruhig schon ein bisschen raufgehen, genau. So sieht das Ganze nämlich ganz ehrlich um einiges lebendiger aus. Ist zwar jetzt irgendwie eine Betonwüste, eine Betonlandschaft und alle, die in Großstädten leben und wissen, wie es ist, wenn da viel zu betoniert ist, dann wird es da ziemlich heiß, aber wir werden da natürlich gleich Abhilfe schaffen. Und zwar hätte ich mir vorgestellt, dass wir, ich schau mal ganz kurz, dass wir hier mit Fillern arbeiten. Haben wir hier irgendwelche großen? Eigentlich nicht, aber dann können wir vielleicht mit Park arbeiten. Nehmen wir da mal Blubblubl und schauen wir mal, was wir da im Angebot haben. Na bitte, das ist doch eigentlich, na das nehmen wir doch glatt. Nehmen wir dieses Gebäude und ich hoffe, dieses Gebäude verzeiht mir jetzt, dass ich es ein bisschen von der Straße wegziehen werde, nämlich darauf. Ja, das passt. Also ich glaube, das kann man durchaus so lassen. Und wenn wir das schon so haben, wie wir es haben, dann muss ich nochmal ganz... Ah, ja. Und wenn wir das schon so haben, dann würde ich das gerne mal... Nicht kopieren, ich nehme es einfach nochmal. Dann gehen wir da mal rüber. Schauen wir mal, ob wir das da auch noch irgendwo hinbekommen. Nein, leider nicht, aber da haben wir so einen... Also ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, der Platz hier, beziehungsweise dieses Gebäude hier, das kommt einmal weg, weil das gefällt mir nicht. Wir werden den Platz hier auf jeden Fall neu gestalten. Das wird auch im Zuge des großen ÖPNV-Projekts, wird das stattfinden müssen, ich sage es ganz ehrlich. Und deswegen lege ich da jetzt noch gar nicht so viel Wert drauf, weil wir da sowieso noch einmal hin müssen. Wichtig ist, dass ich das Ganze zubetoniere. Nein, es ist nicht wichtig, dass ich zubetoniere, aber es soll einfach besser aussehen. Gut, dann möchte ich das hier noch einmal alles entfernen. So, dann schauen wir gleich noch einmal, was wir hier noch an Parks haben. Ah ja, das sind so Bänke, genau. Der ist riesengroß und wunderschön und passt eigentlich sogar. Der würde sogar dahin passen. Schauen wir das jetzt einmal schnell an. Tatsächlich. Das pflanzen wir da mal so hin. Das nehmen wir jetzt einmal so als gegeben hin und dann machen wir auch schon weiter. Das passt auch. Sorry für das etwas zu schnelle Herumfliegen, aber ich habe gerade so viel Ideen und Inspirationen im Kopf und die möchte ich auf jeden Fall umsetzen und man merkt, ich bin so richtig
im Arbeitsfieber, dass ich gleich mir alle Platten wieder abreiße oder alles wieder abreiße, das ich gesetzt habe. Keine Sorge, das gehen wir gleich wieder her. So, und kommt schon wieder zurück. Gut, dann müssen wir da natürlich auch weitermachen. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, oh mein Gott, warum pflastert er jetzt wirklich alles zu? Ja, ganz ehrlich, ich meine, es schaut jetzt besser aus. Also, ich weiß, es ist jetzt eine Betonwüste, beziehungsweise eigentlich eine Steinwüste, aber es sieht einfach besser aus und mit dem kann man arbeiten. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, da nicht eventuell so mal den Node hier nehmen, das hier mal doch glatt so runterziehen, dann sieht das gut aus. Ja. Jetzt würde ich würde das hier gern nehmen. Ich würde gern wissen, wie das aussieht, wenn ich jetzt das mit diesen Bäumen hier nehme, weil die sind ein bisschen größer und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das besser aussieht. Dann müssen wir eventuell das so machen. Das sieht nicht schlecht aus. Ganz ehrlich, das sieht nicht schlecht aus. Das sollten wir vielleicht wieder so machen. Genau. Hier so ein schönes Kreuz. Das sieht nicht schlecht aus. Jetzt hätten wir das. Oh, das sind Spielplätze. Na, das war jetzt nicht meine Absicht, dass ich das mit Spielplätzen vollpflanze. Nicht, weil ich nicht die Spielplätze haben will, im Gegenteil. Aber sie passen hier nicht zur Straße. Das sind Parkflächen. Eh so viele schöne. Da werden wir. Das sieht doch nice aus. Und am besten gleich mit dem Abstand hier. So wie wir es da haben. So ein bisschen Abstand zur Straße, dann kann gern der Baum da noch drin stehen. Ja. Das sieht doch cool aus. So lassen wir das. Hier können wir eventuell Moment einmal, dann nehmen wir das gleiche Muster. Bleiben wir bei dem, was wir hier haben. Und das machen wir noch überhaupt ganz anders. Wir nehmen beide, kopieren. Uah, das war jetzt nicht mein Ziel. Das und das. Genau, das brauchen wir. Dann können wir das hier da hinsetzen. Das ist ziemlich überladen, das passt. Das kann man da durchaus lassen, das ist auch schön. Das bleibt frei. Jetzt könnte man eigentlich das hier kopieren
und in derselben Anordnung, wie wir es da haben, versuchen, so hinzusetzen. Kann auch was. Ganz ehrlich, das gefällt mir. Jetzt nehmen wir die beiden hier. Setzen die gern dahin. Ich muss immer noch aufpassen, dass das Ganze nicht zu überladen wirkt. Aber hier passt's. Und das sieht gut aus und das lassen wir auch so. Was haben wir denn dann noch Schönes? Oh, sowas haben wir hier noch. Ein einsames Dreieck. Das gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Das kommt wieder weg. Das können wir besser. Das können wir fix besser. Wie siehst du aus? Naja. Ganz ehrlich. Wenn wir das hier herstellen, sieht es besser aus, als wenn wir es nicht hier hinstellen. So, Parkplatz wollen wir keinen. Das ist viel zu groß. Was haben wir hier? Löwenstatue links, Löwenstatue rechts. Na, das brauchen wir auch aktuell. Was haben wir denn hier? Ein Schubert-Denkmal. Das können wir doch glatt nehmen, bitte. Aha, das gilt jetzt schon, ist nicht angeschlossen. Ich glaube, das ist ein Park. Also es ist sicher ein Park, aber ich glaube, das gehört zum Park dazu. Das heißt, man muss ein Parkgebiet ausweisen. Dass das Ganze funktioniert. Wenn ich das jetzt hier nehme. Das ganze Dreh. Na, das kriege ich hier nicht hin. Egal, wir werden schon was finden, was da reinpasst. Ich sehe das recht entspannt. Na, das. Ja, das. So. Gut, dann hätten wir das jetzt auch, aber wir sind immer noch, ich bin immer noch nicht ganz zufrieden mit der Situation. Es ist auf jeden Fall jetzt schon passender, dass auch, und weit darüber will ich gar nicht, weil den Platz müssen wir eh neu gestalten, da ist es eher mehr um das gegangen. Ich will eigentlich da schon die ganze Zeit weitermachen, aber ja. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, und das könnte man aber da hinsetzen. Hm? Wenn ich das jetzt nehme und aus dem ein Procedural Object mache, es passt nicht.
Kann ich aus dir? Offensichtlich nicht. Ganz ehrlich? Dann machen wir das anders. Wir nehmen hier jetzt wieder diesen. Das hier. Setzen das dahin. Dann nehmen wir einen Baum. Schauen, dass wir den da schön reinbekommen. Und die Sache hat sich. Nehmen wir nur die Bäume, dann kann ich den. Genau, dann kann ich den ein bisschen besser justieren, indem ich hier diesen Ring sehe. Und dann passt das auch. Und so lassen wir das. Tatsächlich sieht gut aus und kann ohne weiteres so bleiben. Gut, das hier ist ja jetzt eigentlich, das war ja eigentlich immer schon die Justizanstalt, oder das habe ich ja das Gebäude als Justizanstalt missbraucht sozusagen. Und tatsächlich ist es jetzt funktional. Ich habe mir ein, damit ich es zeigen kann, ich habe mir hier Block Service Prison selbst gebastelt. Ja, das Ganze verziert mit den Toren, da die Props hineingestellt und dann sieht das Ganze recht gut aus. Und ja, passt auch. Gut, die Straßenbahn fährt da jetzt rauf. Und jetzt haben wir hier dieses riesengroße Areal. Und das kriegen wir jetzt einmal fix zu. Aus dem einfachen Grund, weil ich schon ganz gerne Folgendes tun möchte. Ich würde nämlich genau mittig hier diesen Node nehmen, dass man so wenig wie möglich die Hauptstraße da belasten. Und dann würde ich ganz gerne, das würde ich ganz gerne so belassen. Wir könnten natürlich auch sagen, okay, warum eigentlich nicht, und nehmen jetzt dann das hier. Holen uns jetzt den Node Controller. Können wir noch ein bisschen mithelfen? Ich will diese Kurven halt ein wenig entschärfen, ganz ehrlich. Also, was habe ich da jetzt getan? Na gut. Zack. Zack. Ja. Also bitte eher so und so. Oder einfach so. Ja, das sieht doch viel, viel besser aus. Gut, dann müssen wir hier selbstverständlich noch sagen. Zweimal rechts, einmal links. Links, links, rechts. Ah, gerade, gerade, rechts. Links, gerade, gerade. Und dann möchte ich noch ganz kurz, wenn ich schon dabei bin, kann es sein, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Schauen wir das jetzt noch schnell an. Na, da haben wir links Abbieger, rechts, links, links, gerade, gerade. Links Abbieger vom Ring kommend. Das passt. Ich weiß nicht, ob ich das nachträglich dann gemacht habe oder ob das eh schon letztens so war. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Da würde ich gerne das so haben. Dann passt das.
Oh, hier habe ich die falschen Straßen genommen. Das wollte ich ehrlich gesagt nicht, denn ich wollte das hier haben. Ja. Genau. Und hier würde ich ganz gerne mit dem hier... Nein, Blödsinn. So, so. Eigentlich so. Ja, eigentlich so. Und zwar, ja, das passt. Und hier, genau, links und rechts, dann passt das auch. Ja, da muss eine Ampel hin, das ist klar, das ist... Ohne Ampel wäre das, ganz ehrlich, katastrophal. Schutzwege können gerne bleiben. Fahren ist erlaubt. Was wir aber machen können ist zack, zack. Und ich muss mir jetzt angewöhnen, dass sich die Schutzwege sofort lösche und selber setze. Sieht's einfach einheitlicher aus. Gut, das passt auch. Na, wo fährst du hin, mein Freund? Ja. Okay. So. Und jetzt würde ich ganz gerne hier reingehen. Nein, nicht hier reingehen, sondern auf Blobble gehen. Und dann würde ich da gerne mich austoben. Und zwar, ich habe ja festgestellt, muss man schon fast sagen, dass ich ziemlich viele Gebäude habe. Ja, ziemlich viele Gebäude habe, die ich so gar nicht mehr auf dem Radarschirm hatte. Und jetzt richtig froh bin, dass ich letztens beim Ausmisten einiger Gebäude, ich habe die ganzen französischen Gebäude entfernt und da habe ich wieder ordentlich Speicherplatz freigemacht. Und deswegen bin ich drauf gekommen, dass ich eigentlich ziemlich viele Gebäude habe, die ich gar nicht verwendet habe. Und das holen wir jetzt nach. Und das werden wir dann auch gleich platzieren. Nur ich hätte jetzt da gerne mal irgendein halbmodernes Bürogebäude. Genau. Dann machen wir das einmal so. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas platzieren können. Na, das ist, tut mir leid. Sorry. Das geht so gar nicht. Gehen wir gleich wieder weg. Suchen wir sich was Schönes. Fangen wir nicht an, herumzukünsteln, wenn wir eigentlich so viel schöne, fertige Gebäude haben, die wir einfach nur reinsetzen müssen. Altes Stadt... Oh, altes Stadtrathaus. Ja. Was haben wir hier? Berliner Dom. Boah, der ist ja riesig. Ja, der würde da auch nicht... Ah ja, ja, da habe ich schon eine Idee. Den weiß ich schon, wo der hinkommt. Also zumindest ich mir gerade vorstelle, dass ich weiß, wo der hinkommt. Was du aus? Ja, das sind wir schon in etwa dort, wo ich hin will. Bitte, da sind wir doch schon. Das schaut super aus. Das nehmen wir. Das darf da drin stehen. Nur besser platziert. So. Genau. Dann nehmen wir uns hier den Node. Ziehen den noch ein Stück runter. Wir sind ja da richtig situationselastisch, wenn es um das geht. Und da gehen wir noch ein Stück so. Na, sieht das gut aus, bitte? Das ist perfekt. Und da könnte man jetzt ohne weiteres... Was bist denn du überhaupt für ein Gebäude? Du bist dann das, was ich aus dir mache, gell? Ja, genau.
So. Jetzt wäre noch ein Gebäude, das da hinpassen würde. Richtig toll. Ui, die ist auch so groß. Diese Kirche. Auch so groß. Na, für das findet man schon noch einen Platz. Aber wir könnten rein theoretisch... Gebäude hier hinstellen. Na bitte, das machen wir auch. Ja. Dann holen wir uns da nochmal was von den Straßen. Dann schaue ich da mal schnell. Wir haben hier das mit den... Das haben wir auch, aber das ist auch mit Parkplätzen, glaube ich. Jetzt nur das Teil hier. Na. Ah, dann müssen wir das wieder nehmen. Das nehmen wir auch. Nicht so tragisch, wir gehen hier auf Concrete. Wieder die 12er. Brauchen tun wir es sowieso. Ja. So. Dann haben wir das hier mal. So, lokale Einstellung hinzufügen. Du bist ein... Nicht wohnen, du bist ein... Moment mal. Ich glaube, du bist ein Park. Okay, dann machen wir das nur bei dem. Und das Ganze heißt Haus am Carpark. Nein, das ist das Haus am Ring. Und aus diesem Haus am Ring machen wir nicht wohnen, sondern Büro, Standard. So, Realistic Population Mod nutzen, speichern und anwenden, zack, zack, das müsste sich resetten. Und dann haben wir hier 25 Arbeitsstellen, das ist mir aber dann doch ein bisschen zu wenig. Wir machen hier 52. So, Platz für 52 Arbeiter, das ist in Ordnung. Ja, das sieht gut aus und das gefällt mir. Dann können wir dann natürlich gleich weitermachen, dass wir sagen, wir gestalten uns das wieder aus. Hier und dort. Da haben wir jetzt ein Stück zum Nachjustieren. Oberflächen. Genau. Das passt ja schon. Langsam wird die Ringstraße da richtig dicht, muss man schon fast sagen. Jetzt hätte ich aber ganz gerne
Das passt. Das nehmen wir. Dann ziehen wir das darüber. Gerne so. Ja, da bin ich zufrieden damit. Jetzt machen wir hier noch. Diesen Bug wieder. Jetzt sagen wir hier wieder Parking. Genau. Dann holen wir uns hier irgendwelche großen Parkflächen. Ja, gut hinpassen. Ja, das darf gern so sein. Allerdings müssen wir da jetzt mit der Bobmod nachhelfen, denn da fehlen noch ein paar Parkplätze drin. Genau. Dann sind die da. Ah, den justieren wir ein bisschen so. Den justieren wir ein bisschen so. Perfekt. Holen uns noch eine große Concrete-Platte und pflanzen das auch hier hin. Dann wird das schön langsam. So. Richtig cool. Weiter geht's. Weiter geht's mit solchen Gebäuden, die wir noch nicht haben. So, asiatisches Gebäude. Ja. Ah, das ist auch ein Park. Nicht so groß. Was bist denn du wirklich? Oh. Naja. Nicht unbedingt. Auch so groß. Riesengroß. Moment mal. Jetzt haben wir wieder den. Nein, ist egal. Moment, das kriegen wir hin. Und zwar, wenn ich das Gebäude jetzt nehme und ihm sage, ich hätte dich gerne. Das kriegen wir hin. Moment, das kriegen wir hin. Immer noch ein paar Sekunden. Das haben wir gleich. So, liebes Gebäude, du bleibst jetzt einmal so stehen, weil da passt du gut hin. Und hier nehmen wir die 1 Us. Genau. Das Gebäude gilt als angeschlossen. Hier machen wir eine Stopptafel. So. Genau. Dann helfen wir noch ein bisschen nach. Ganz wenig.
Ich habe gerade keine Ahnung, was ich da gerade tue. Irgendwas in meiner Panik. Ist egal. Ich mache das händisch. Machen wir so. Das machen wir so. Und hier entfernen wir das und gleichzeitig würde ich aber, sage ich ganz ehrlich, nur tatsächlich nur hier, da nicht, weil da können sie. Das heißt, wir nehmen gleichzeitig ihn hier, sagen, fahren ist erlaubt, allerdings Schutzweg tatsächlich nur hier. Passt. Ja, perfekt. Kann man da durchgehen? Oh, schau mal, da kann man durchgehen. Natürlich werden wir das gleich aktivieren. Dann nehme ich fürs erste Mal jetzt einfach nur den hier, weil ich da einfach nur durch will. So, zack. Jetzt sehe ich, dass es da ist. Richt das ein. Dass das ein schöner gerader Durchgang ist. Genau. So. Gilt als angeschlossen. Gilt als angeschlossen. Jetzt nehmen wir den Unsichtbaren. Wo ist mein unsichtbarer Weg? Genau. Dann können sie da auch durchgehen. Jetzt holen wir uns noch Concrete-Platten. Und dann setzen wir das auch hin. So, dann würde ich ganz gerne hier jetzt was anderes suchen. Mercedes-Gebäude hier mitten in der Stadt? Nee, weiß nicht. Siemens haben wir schon. Kohler, Nike, Bosch. Ja, warum nicht? Ja. Zack. Jetzt nur die Dekorationen. Procedural Object. Editieren. Und nach oben. So. Das sieht gut aus. Wir werden das jetzt zurück. Wir werden das jetzt kopieren. Wir werden das jetzt einfügen. Und wir werden das jetzt hier hinsetzen. Zu guter Letzt werden wir es noch editieren und werden es noch so hinsetzen. Und dann passt das auch und dann ist das der Bayer Tower. Warum nicht? So, den müssen wir auch noch sagen, dass er ein lokale Einstellungen hinzufügen, dass es ein Büro ist, Standard, Büro, speichern und anwenden. Standard.
Arbeiter. Passt. Jetzt passt 15 Arbeiter. Ist für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Das heißt, wir machen da 70 draus. Fügen das hinzu, wenden das an. Dann haben wir 70 Arbeiter. Und das ist in Ordnung. Gut, wir sind bei 45 Minuten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Bitte, das wächst doch, unser Innenstadt. Ah, das sieht richtig cool aus. Unser Innenstadtgebiet wird immer größer und größer und größer. Wo willst du hin? Okay. Ja, wenn er unbedingt möchte. Ich meine, es passt eh, das ist in Ordnung. Das darf hier gern so sein. Dann. So, das passt doch auch hier perfekt hin. Da können sie durchwandern, die Leute. Da können sie auch überall gehen. Ja, das passt. Das passt hier auch. Wobei, ganz ehrlich, da würde ich oder könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir wieder sowas hier nehmen. Dass wir ein bisschen mehr Grünzeug hinbekommen. Da würde ich das... Das würde ich jetzt so machen. Und da muss irgendwann Node drinnen sein. Wenn nicht, machen wir einen. So. Das ist okay. Jetzt holen wir uns das hier. Haben wir einen Node, dann hätte ich gern hier einen Node. Und genau das Teil rausgezogen. Dann passt das auch. So, dann gleich weiter. Dann machen wir das hier so. So, wenn du dich jetzt fragst, warum ich eigentlich nicht den Surface Painter verwende, es gibt noch keinen Surface Painter, der nicht bugfrei ist. Und genau deswegen verwende ich ihn nicht, weil der alte Surface Painter, er funktioniert, aber er macht ein paar Probleme mit anderen Mods. Und da ist jetzt aktuell 110 oder 111 Mods sind, die ich aktiv habe, kann ich mir oder will ich mir auch keinen Mod ins Haus holen, der Probleme verursacht. Und genau deswegen habe ich den Surface Painter nicht aktiv. Er ist, glaube ich, noch auf einer alten Modliste von mir, ist er noch dabei. Also bei der Modliste 2021 ist er noch dabei und das führt mich gleich zum nächsten Thema. Wenn sich's ausgeht vor der Sommerpause, im August ist ja dann die Sommerpause, wenn sich's ausgeht vor der Sommerpause, dann wird es natürlich wieder ein Modliste-Video geben. Und ja, also ich arbeite daran. So. Super. Das passt, das gefällt mir. Was man hier jetzt noch machen kann, ist, dass man auch hier sagen, hey, warum eigentlich nicht? Ich nehme diesen Node hier, zieh dich da runter
Und mit Hilfe dieses mache ich einen Überweg. Perfekt. Kann man den ein bisschen strecken? Ah. Benutzer definiert, genau. Wenn ich jetzt nämlich sage, Benutzer definiert, dann kann ich hier sagen, Fahren erlaubt, ich brauche den Schutzweg nicht. Den hebe ich mal auf und kann jetzt sagen, will ich auch nicht, aber ich will dich haben. Einen richtig großen Schutzweg darüber. Mach das so. Breiter vielleicht noch, ha? Das machen wir so. Na, sieht das gut aus? Genauso können wir das lassen. Da fahren wir ein bisschen zu viele Autos herum. So, jetzt brauchen wir hier noch etwas. Wie wäre es mit dem noch einmal? Indem wir ganz einfach sagen. Wir hätten das gern. So. Und das passt auch. Und dann hätten wir den Teil mit der Ringstraße soweit abgeschlossen. Was wir hier noch machen können, ist, dass wir das noch nehmen und auch verlängern. Warum nicht hier auch verlängern? Dann sieht das gut aus. Nehmen das weg, sagen hier noch Concrete. Pflanzen das hier dahin. Passt das und dann sieht das richtig nice aus, diese Skyline hier, diese neu geschaffene. Wahnsinn. Wahnsinn, gefällt mir ausgesprochen gut, kann man so lassen, wird auch so bleiben. Das Einzige, dass ich hier noch, da muss ich noch was tun. Also da muss ich noch fix was tun, weil dieses Gebäude, das geht einmal gar nicht. Wo hast du, ja, das habe ich mir eh fast gedacht. Hast du da irgendwo eine Einfahrt? Nein, du hast keine Einfahrt. Das heißt, ich nehme dich einmal. Und setz dich da so hin. Genau. Perfekt. Ein paar Concrete-Platten. Gerne so. Und so. Das ist, glaube ich, eh auch ein Bürogebäude, genau. Was ich übrigens gelesen habe, das möchte ich noch am Rande erwähnen, und zwar der Erfinder oder der Macher des Rico Mods wird oder möchte eine Mod erstellen, mit der man zum Beispiel aus diesem Gebäude eine Schule machen kann oder weiß ich nicht, also alle diese städtischen Gebäude. Das wäre schon super, weil irgendwie sieht das für mich aus wie so eine Schule. Ich weiß nicht. So eine Privatschule für irgendwelche Bonzenkinder. Ich habe doch keine Ahnung. Ja. Das war jetzt nicht bösartig gemeint, ich sag's nur, ne? Sieht eher wirklich aus wie eine Privatschule für die ganz Reichen. Keine Ahnung. Gut. Da haben wir das, da haben wir das. Dann können wir hier eigentlich auch noch sagen, Parking. Da würde ich jetzt ganz gerne eher versuchen,
so was Längliches. Ich habe so längliche Parkplätze. So längliche Parkplätze, die nicht schlecht aussehen. Genau. Genau, den haben wir. Dann nehmen wir die Popmod. Der Popmod sagen wir ganz einfach wieder, hey, wir brauchen dich. Haben wir ein Autosave drin. Das ist gut. Weil wenn jetzt was passieren würde mit dem Spiel, dann wäre das wirklich bitter. Und jetzt würde ich noch ganz gerne was anderes mit der Popmod ausprobieren. Und zwar einzelne Dekorationen in diesem Gebäude. Und zwar würde ich ganz gerne den hier entfernen, zurück, und bei dem würde ich ganz gerne den hier entfernen. Zack, sehr gut. Dann nehme ich dieses Gebäude und ziehe das in das hinein. Moment einmal, rein technisch gesehen, auch egal, so bleibt das jetzt. Wir nehmen die beiden, ziehen die darüber. Dann haben wir hier auch noch Parkplätze und dann kann man das hier auch noch lassen. Jetzt holen wir uns hier noch Concrete. Dann passt das. Und da bin ich gar nicht unglücklich darüber, dass das jetzt so aussieht. Und werde es bei 58 Minuten für die heutige Folge bleiben lassen. Ja, ordentlich was weitergegangen. Wahnsinn Stadtentwicklung. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund. Servus.